Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Die Kackbratze ist immer noch da. Und wir wollten heute ein bisschen was einscannen, damit wir es im Zweifelsfalle suchen können. So, erstmal in ein sicheres Gebiet schwimmen. Zack, 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 zack. So. Okay, den können wir nicht mehr einscannen. Haben wir schon. Nein, lauf nicht weg. Das haben wir auch schon eingescannt. Stimmt. Den Diamanten auch. Ah, das Kyanid nicht. Sehr schön. Bist du tot? Ich glaube, der ist tot. Hab ich doch gesagt, er ist tot. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Na Dude, eines Tages, wird es dein Ende sein. Oh, na gut. Packen wir alles wieder rein. Und dann können wir eigentlich direkt nach dem Kyanid suchen, ne? Ich meine, davon brauchen wir eh noch eine Menge. Höchstwahrscheinlich. Ich bezweifle, dass es hier in der Gegend was davon gibt. Findet ja nicht mal Magnetit. Vielleicht sollten wir erstmal diesen Scan ein bisschen laufen lassen. Obwohl, nee. Obwohl doch. Lassen den erstmal ein bisschen laufen. Gut, haben wir mittlerweile schon eine Nachricht bekommen? Nein. Dann kümmern wir uns um unseren Zyklopen. Wir können rein theoretisch auch ein bisschen an den Neptun arbeiten. Ich glaube, dafür fehlen uns noch gewisse Rohstoffe, ne? Was fehlt uns denn genau? Plastalbahn ist ja kein Problem. Kupferdraht auch nicht und Schmierstoff auch nicht. Also ist eigentlich recht simpel. Mach trotzdem ein Foto für mich. So. Ich finde es lustig, wie die Musik nur unter Wasser läuft. Wollt's nicht einsammeln? So, mobile Fahrzeugstation, Fahrzeuge, Zyklop, Plastalbaren, 3 Stück. Alter Schwede. Also im Großen und Ganzen eigentlich nicht schwer. Das einzige Schwere daran sind tatsächlich die Plastalbahnen. Rest geht eigentlich. Frage ist natürlich, ob wir noch einen anderen Zyklopen bauen möchten. Da werde ich mir auch mal kurz ein Foto von machen. Ups, das Aerogel haben wir ja noch. Das dürfte ja kein Problem sein. Ich will auf jeden Fall einen Sammler-Krebs und einen Krebs, der halt Dinge kaputt macht. Gut. Dann müssen wir jetzt leider uns für eine andere Tour vorbereiten. Und das, was wir nämlich alles bauen wollen, brauchen wir eine Menge Titan. Und dafür müssen wir auf Titansuche gehen. Sorry, Magnetit. So viel scheint hier auf jeden Fall nicht zu sein. Nicht in der näheren Umgebung. Höchstwahrscheinlich müssen wir eh noch ein bisschen warten, aber Metallschrott zu suchen ist, glaube ich, das Bessere. Ist das direkt was um die Ecke? Und solange er nach dem Titanschrott sucht, werden wir kann ich das Modul noch gar nicht bauen, oder?
Man kann auf jeden Fall noch einiges bauen. Zyklop, Tiefenmodule. Neptun-Versorgungsturm. Stützt die Rakete während der Konstruktion. Können wir tatsächlich nicht... Wir können das nicht bauen, was ich wollte? Oh. Haben wir das etwa gefunden? Ich hätte schwören können, dass wir es bauen können. Was für ein Werkzeug? Achso. Jetzt schwören können, dass wir da Frachtmodul bauen können. Fahrzeugerweiterung. Titan und Lithium, das ist ja gar kein Problem. Aber wo bauen wir das nochmal? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir das gebaut haben. Ich weiß, ich glaube, wir haben noch ein Frachtmodul hier drin, ne? Na gut, das Tiefenmodul haben wir hier noch. Nee. Bauen wir denn die Frachtmodule nochmal? Könnten wir das hier irgendwo bauen? Ah! Module! Hier war das! Kristallener Schwefel. Alles klar, keine Ahnung. Wärme. Wurfhakenarm. Ohrarm. Torpedoarm. Torpedos, Seemottenmodule, was ist das? Universalmodule. Rumpfpanzerung, Maschineneffizienz, verwendet Abwärme zur Reduktion von Energieverlust. Okay. Frachtmodul, den wollen wir bauen. Aber was kann man hier noch machen? Sonar, ein dediziertes System zur Ermittlung und Anzeige topografischer Daten auf der Sichtfeldanzeige. Okay. Das ist vielleicht auch noch eine Idee. Torpedos. Hm. Okay, ich würde gerne einen Torpedoarm hier installieren mit dreimal Titan, Lithium und Aerogel. Wir brauchen echt irgendwie eine Abkürzung darüber. Ist natürlich schön, so eine riesen Butze zu haben, aber... Ja, ihr seht schon. Okay, wir nehmen mal ein bisschen Lithium mit und ein bisschen Titan. Ja, das wird alles nicht reichen. Na gut, dann bauen wir ein Frachtmodul. Ein Frachtmodul will ich auf jeden Fall haben. Das ist ganz klar. So. Ja, schon haben wir keinen. Na gut. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal ein Frachtmodul drin. So. Welcome aboard Cap Systems Online. Dann sammeln wir ein bisschen was von dem Zeug ein. Es ist immer jeweils 4 Titan. Das heißt, wenn wir unser Inventar richtig schön vollfüllen, haben wir eine Menge Titan am Start. Und ich glaube, einen Konstruktor haben wir auch unten, ne? Ich glaube schon.
Naja, ein bisschen Kupfer. Ist zwar kein Titan, aber. Nehmen wir trotzdem mal mit. Und wir sind voll perfekt. Ist ja gut, beruhig dich mal. Vielleicht reicht das auch schon. Na, obwohl. Ich zweifle ich irgendwie doch stark. Wir brauchen ja doch schon eine ganze Menge. Ne, wie ist der Kackbretze? So. Wie viel brauchen wir denn? Also wir haben 2 Plastalbaren, 5, 6 Plastalbaren brauchen wir. 1. Zwei. Wir sind nicht wirklich weit gekommen. Ah, somit haben wir schon mal 3. Also viel ist das nicht. Er ist die Hälfte zusammengekriegt. Können wir eigentlich direkt schon wieder los, aber ich werde mal ganz kurz hochgehen und das Zeug abladen, damit wir nicht so viel rumschleppen müssen. So, die Schubkanone kann ich hier eigentlich auch lassen. Die ist zwar lustig und alles, aber ja, ganz ehrlich, wann nutze ich die denn mal? So. Dann lieber den Platz aufsparen. Nehmen wir hier noch eine kleine Abkürzung. Wobei, hier können wir auch selber runterschwimmen, ne? Falls der mich nicht tötet, okay. Bin mir nicht so sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist, hier, was ich mache. Ich versuche einfach so niedrig wie möglich zu schwimmen, dass der mich nicht bekommt. Hey, wo ist mein Blei? Huch, was macht ihr denn hier? Verfolgen die mich erstmal? Was haben wir denn hier? Gratis-Rubine. Na gut, nee, also ich weiß ja, wo die zu finden sind. Nehme ich jetzt mal nicht mit. Aber gut zu wissen. Sind wir voll? Nö, wir haben noch ein bisschen Platz. Also Rubine sind direkt um die Ecke. Das gefällt mir doch. Was diese komischen kleinen Alienviecher hier machen, weiß ich auch nicht. Haben kein Zuhause.
Oh, wir sind voll. Na gut. Mr. Kackbratze? Sind Sie hier irgendwo? Ja, da hinten schwimmt er doch. Der kriegt auch noch sein Fett weg, Leute, eines Tages. Oh. Ja, da wollte ich noch was machen, ne? Oh. Sind das jetzt hier zwei Kackbratzen? Ich habe ein kleines Problem. Was will der ständig bei meinem Zuhause? Der kommt doch immer so nah, weißt du? Und dann schreit er auch immer rein, wie so ein Bekloppter. So. Vielleicht bauen wir auch erstmal den Zyklopen. Mit dem können wir bestimmt richtig gut sammeln gehen. Zyklope. Krebs. Zyklop. Emuliertes Glas. Okay. Dann kümmern wir uns erstmal um den. Dann können wir da Schränke aufbauen und dann sammeln gehen. Aber dann müssen wir den auf jeden Fall noch loswerden, damit er den Zyklopen nicht kaputt macht. Und dafür müssen wir halt den Krebs bauen, unseren Kriegskrebs. Und da auch noch ein bisschen was machen. Also wir haben noch ordentlich was zu tun. Bis wir hier jetzt vorankommen. Also. Erstmal hier alles reinlegen. Wir werden höchstwahrscheinlich noch auf Kupfersuche gehen müssen, ja. Wird, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Machen wir mal erstmal erweiterten Kabelsatz. Gold, Computership, Kabelsatz. Kabelsatz, zweimal Silbererz. So, dann. Ach Gott. Korallen, haben wir davon noch ein paar? Ich weiß es nicht. Kupferdraht brauchen wir auf jeden Fall. Zweimal Kupfer. Zum Glück habe ich was gefunden. Okay. So. Tischkorallenprobe. Spatenfisch? Haben wir den schon drin? Müssten wir eigentlich schon drin haben, ne? Weißt du was, wir packen den hier rein. Können ja ein paar Fischis freilassen. Und irgendwer bewegt die Eier hin und her. Den habe ich da auf jeden Fall nicht rausgelassen. So. Gut. Wir müssen runter und Kupfer holen. Ich weiß, dass wir hier nicht viele Kupfervorräte noch haben. Ich weiß allerdings, dass wir da zwei große haben, die wir mit dem Krebs abholen können. Mit Herbert. Ich bin hier erstmal verwirrt. Und wir sollten was essen. Okay. So viel zu tun, Leute. Das muss ich auch noch irgendwie mal erledigen. Halbfertige Basis hier. Gut, wir müssen eh zum Krebs. Aber wir brauchen noch eine Batterie. Zack.
Waffenruf hatten. Gut, dann schnappen wir uns jetzt das Kupfer, was hier irgendwo noch um die Ecke war. Ist zwar ein bisschen nervig, aber egal. Wir müssen auf jeden Fall die Schubkanone noch irgendwie ausbauen. Mal gucken, ob ich es direkt finde. Die Kupferablagerung. Kann ich eigentlich das hier auch abmachen? Nö. Schade. Vielleicht wäre das ja die Tischkorallenprobe. Aber davon werden wir uns auch nochmal einen Riesenvorrat anlegen, weil davon brauchen wir immer so viel und ich hole mir immer so wenig. Keine Ahnung, warum ich das tue. War die nicht irgendwo direkt am Anfang? Ich sag euch, sobald wir den Zyklopen haben, wird alles einfacher. Ich glaube, da können wir auch den Krebs anbringen und die Seemotte. Und dann haben wir so ein schönes Expeditionszentrum. Du bist kein Kupfer, aber ich mach dich kaputt, weil ich dich nicht mag. Salz. Stirb, Salz. Oh, er sammelt sein. Na gut. Ja gut, nein. Ach, da ist das Kupfer, ja. Dich habe ich doch gesucht. Also wirklich viel bringt das jetzt nicht. Ja, Bock auf, da kriegen wir 20 Kupfer raus, aber momentan ist es nicht viel. Na, wie gesagt, wir brauchen nur den Zyklopen. Mit den Zyklopen können wir Rohstoffe suchen gehen ohne Ende. Ja gut, wie viel Kupfer haben wir bekommen? Ach, das kann ich hier gar nicht sehen. Was ich aber sehen kann, bist du. Und du. So, ich glaube, die kleinen Viecher verfolgen mich. Ja, besser als gar nichts. Aber es reicht tatsächlich, hier hochzukommen. Ich bin begeistert. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das Quarz mit. Ich will nicht sagen, dass das lange dauert, aber heilige Scheiße. Ich kann mir ehrlich gesagt Besseres vorstellen, als den ganzen Tag hier rumzusitzen. Und wir können mit dem Ding bereits auf 900 Meter Tiefe gehen. Das ist krass. Okay. So, bringen wir den in Sicherheit. Das Quarz lassen wir erstmal hier kurz liegen. Jo. Ich bin wieder da. Wo war ich stehen geblieben? Kupferdraht. Okay, Tischkorallenprobe. Gut.
Wir haben unsere Aufgabe für morgen gefunden. Tischkorallen ohne Ende sammeln. Sie hier verstauen, damit wir einen Vorrat haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Zero sammelt Dinge. Haut rein, ciao.